was macht mich zum Changemaker? Ich habe das wahnsinnige Privileg, dass ich meine persönliche Überzeugung mit meiner beruflichen Aufgabe in Einklang bringen kann und für E.ONs Nachhaltigkeitsstrategie zuständig bin. Das heißt, ich hinterfrage konsequent den Status quo, wie wir Dinge machen bei E.ON. Nachhaltigkeit war schon immer mein Thema. Aber mit zwei Kindern, jetzt 3 und 5 Jahre alt, kriegt das nochmal eine ganz andere Bedeutung. Das heißt, wenn man über Klimawandel und Jahre wie 2050 redet, dann ist das natürlich eine ganz andere Dimension, wenn man sich fragt, wie alt sind meine Kinder dann? Und in welcher Welt sollen meine Kinder groß werden? Ja, mein Bezug zu diesem Gletscher ist, dass wir natürlich die Auswirkungen des Klimawandels spüren. Wir sehen das mit der Flutkatastrophe im Ahrtal, wir sehen das beim Schmelzen der Gletscher. Und ich persönlich habe meine ersten Berührungspunkte vor gut 10 Jahren gehabt, als ich den Kilimanjaro bestiegen habe. Und seitdem verfolge ich auch natürlich die Entwicklung des Eises auf dem höchsten Berg Afrikas, wo die Kuppe noch bedeckt ist. Aber das wird sie nicht bleiben. Es gibt halt unterschiedliche Prognosen, wann das Eis schmilzt. Und das ist dramatisch. Und das sehen wir auch hier an diesem Gletscher. Gleichzeitig erlebe ich diesen Aufschwung. Ich erlebe den bei E.ON. Ich erlebe den in der Interaktion mit so vielen Menschen, die wirklich handeln, beruflich alles darauf ausrichten, diesen Planeten zu dekarbonisieren. My name is David Radamacher. And I'm taking action for climate.